Hallo, hier ist der Just. Ein weiteres Ganzo vom Marco. Natürlich unten verlinkt. Der Kanal Marco. Ja, hier haben wir wieder was mit Carbon-Optik. So wie ich jetzt wohl rausgehört habe. Von euch ist das wohl G10. Mit einer Carbonfolie drauf. Ja. Also, es sieht ganz cool aus. Wir haben das Modell zack, G739 mit 440 C-Stahl. Wir haben einen Flachschliff, wir haben Access-Look, wir haben schwarze Klinge. Ich gehe mal ganz stark davon aus, wir haben hier nichts ausgespart. Dass es hiervon wieder tausende Versionen gibt, farblich gesehen. Ja. Zack, es läuft sehr gut. Washer. Ja. Es sind auf jeden Fall ein heller, ein dunkler. Also hier so Bronze. Kupfermäßig. Läuft gut. Man hat ordentlich was in der Hand, finde ich. 137 Gramm. Zack. Man hat wieder eine gute Klinge. Wir haben 21 cm Gesamtlänge auf dem Kopf. Davon sind 8,8 cm scharf. 3,16 mm dick. Da die Klinge. Und 0,65 mm hinter der Faser. Zack. Es läuft wirklich gut. Wir haben mittigen Klingstand. Zack. Hier wackelt nichts. Ich habe auch kein Öl dran gemacht oder so. Ich weiß ja nicht, inwiefern der Marco die Dinger schon benutzt hat. Er hat ja von jedem zwei. Ich weiß jetzt nicht genau. Bei manchen sieht man es, dass er mir das benutzt geschickt hat. Zack. Gut, das hier ist schön scharf noch. Ich habe damit ein bisschen was gemacht. Aber das ändert hier jetzt nichts an der Schärfe. Ja, 10,8 cm zum Packen. Also hier passt auch eine richtig schöne große Hand. Man kann auch hier noch zur Not diesen hier machen. Also ist schon, ja, es ist ein Messer. Sagen wir es mal so. Hier, Clip. Umsetzbar für Linkshänder. Wenn ich das hinkriege, kriegen das auch andere hin. Das will ich nicht zumachen mit links. Zack. Also ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben 12,98 mm Dicke. Also ja, 1,3 cm kann man sagen. Ja, man fühlt auch. Man fühlt irgendwie, man hat diesmal ein bisschen mehr in der Hand. Das ist griffig. Hier dieses ganze Jimping-Zeug, das ist, ja, es stoppt nicht. Aber sagt dir, ja, hier ist irgendwas. Ich habe jetzt so ein bisschen, es ist warm, ein bisschen rutschigere Finger. Also da rutscht du ordentlich drüber, das ist gar kein Ding. Aber wir haben hier so ein relativ neutrales Messer. Wir haben hier keine Swatch dran oder irgendwas. Zack. Keine komischen Hügel hier noch. Also ich denke mal, das ist so ein Allround-Messer. Zack. Eigentlich fast für jeden. Also da brauchst du nicht viel mit der Handlage oder irgendwas. Ist nicht schlecht. Also das finde ich wirklich cool. Wir haben Führverbot. Natürlich. Zack. Einhändige Öffnung. Der Access-Lock verriegelt.
Ich guck mal wieder, ob wir das drauf kriegen. Gleich müsste es hell werden. Da ist es hell. Und plöpp. Er ist hier jetzt nur auf dem hinteren Stück drauf. Aber ich finde noch. Ja. Man will da nicht zu viel sagen. Wer Bock hat, hier, wer was Dünnes hat zum Schleifen, da rein. Es gibt da diese Diamantstifte. Damit habe ich das auch schon gemacht. Es gibt immer so einen Spitzen beim Lidl. Manchmal gibt es die. Da kann man ein bisschen schleifen. Da geht ja noch ein bisschen weiter rein. Ist jetzt nichts passiert. Ist im Groben ganz cool. Nee, ist ein gutes Modell. Finde ich. Das G739. Wenn einer sagt, jo, das sieht aus wie das und das, könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Weil ich sag mal so, ich erkenne nicht alle Messer. Ich kann es mir manchmal denken, manchmal nicht. Hierbei jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist cool. Gut, dieses Carbonfolie ist natürlich immer sehr rutschig. Ich weiß nicht. Wenn man darauf gar nicht steht, dann vielleicht in G10, wenn es das gibt. Zack. Aber es macht Bock. Und wir haben noch kein Firebird-Logo drauf. Ja, ich weiß nicht, wie alt das ist. Vielleicht gibt es das jetzt auch in Neuauflage mit Firebird-Logo drauf. Naja, aber so finde ich das ganz cool. Geiles Teil. Gut. Ich denke mal, zack. Das war's. Ich bedanke mich bei euch. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.